Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat & Grade. Wir machen heute ein total schnelles, einfaches Rezept für ein saftiges, zerfalliges, zartes Pulled Pork aus dem Dutch Oven. Wir machen das mit unserem Gasgrill, funktioniert genauso gut mit Holzkohle. Ich erkläre euch wie immer alles Schritt für Schritt. Los geht's! Dieses Rezept hier könnte einfacher nicht sein. Ihr braucht für das Pulled Pork im Dutch Oven nichts anderes als einen Schweinenacken. Ihr braucht Zwiebeln, 3 Stück mindestens, eventuell auch 4, je nachdem wie groß euer Schweinenacken ist und vor allem je nachdem wie groß euer Dutch Oven ist, denn den braucht ihr auch noch. Ansonsten natürlich scharfes Messer, Brett, eventuell noch ein bisschen Zubehör, was euch die ganze Sache erleichtert. Das ist aber nicht unbedingt ein Muss, sondern eher ein Nice to Have, wobei euch ein Kernthermometer auf jeden Fall hilft. Als erstes schauen wir uns den Schweinenacken an, den wir haben. Gucken, sind da vielleicht noch irgendwelche Knochenreste? Sind da irgendwelche Sehnen, die wir runterparieren wollen? Sind da so harte Fettstücke noch außen dran? Also dieses ganze Fett, was außen zu viel dran ist, können wir wirklich abmachen. So ein Schweinenacken hat richtig schön intramuskuläres Fett. Da brauchen wir von außen gar nicht mehr so viel. Das wird wirklich saftig genug, keine Sorge. Deswegen da alles, was ihr merkt, ja, das ist so ein bisschen hart, das ist so ein bisschen klumpig, schneidet das ruhig weg. Pariert euch den Schweinenacken so zu, wie ihr den haben wollt. Und dann ist der an der Stelle schon fertig. Im nächsten Schritt kümmern wir uns um die Zwiebeln. Die Zwiebeln werden geachtelt, das heißt schön große Stücke. Ich erkläre euch gleich warum. 3 Zwiebeln benutze ich jetzt hier für 2 bis 2,5 Kilo Schweinenacken und für einen ca. 4 Liter Dutch Oven. Wenn ihr einen etwas größeren Schweinenacken, größeren Dutch Oven habt, dann braucht ihr auch ein paar mehr Zwiebeln. Ihr werdet gleich merken, warum. Die 4. Zwiebel, die werde ich gleich benutzen, falls ich sie brauchen sollte. Und die werde ich dann nicht in Achtel schneiden, sondern in Scheiben schneiden. Und warum wir die eventuell brauchen könnten, zeige ich euch. Unsere gewürfelten Zwiebeln geben wir dann in unseren Dutch Oven rein. Den Dutch Oven habe ich vorher immer schon mal so ein bisschen eingefettet. Das ist an sich nicht verkehrt, braucht ihr nicht machen. Aber vor allem auch, wenn er jetzt ein bisschen länger nicht benutzt wurde oder wenn da ein bisschen Feuchtigkeit dran war, immer noch mal ein Tropfen Öl im Dutch Oven, das pflegt den. Dann die Zwiebeln rein, sodass der Boden bedeckt ist. Darauf kommt es nämlich an. Ist der Boden mit 3 Zwiebeln bei euch nicht bedeckt, dann tut ihr noch eine 4. Zwiebel dazu. Reicht die auch nicht, dann noch eine 5. Ihr versteht, was ich meine. Der Boden muss bedeckt sein. Das ist auch der Grund, warum wir die geachtelt haben, damit wir möglichst viel hohe Auflagefläche haben. Denn jetzt muss hier gleich ein bisschen Flüssigkeit rein. Ich nehme dafür in dem Fall Wasser. Ihr könnt dafür aber gerne auch Apfelsaft zum Beispiel nehmen oder irgendeine andere Flüssigkeit. Verdampfen tut sowieso nur das Wasser. Und deswegen ist es egal, was ihr hier reintut. Aber wenn ihr das Ganze nachher zu einer Soße verarbeiten wollt, dann gibt natürlich Apfelsaft schon mal so ein bisschen Zucker, ein bisschen Süße damit rein, eine etwas fruchtigere Note. In unserem Fall jetzt nehme ich ein bisschen Wasser und hoffe, dass die Gewürze da reichen für die fruchtige Note. Eine Soße mache ich daraus im Anschluss dann heute ausnahmsweise mal nicht. Nehmen wir uns jetzt wieder unseren Schweinenacken vor und jetzt müssen wir den würzen. Womit ihr den würzt, bleibt komplett euch überlassen. Wenn ihr ein bisschen Raucharoma dabei haben wollt, weil das kriegen wir jetzt hier mit dem Rezept nicht hin, wobei ihr theoretisch, bevor ihr das jetzt alles macht, was wir gleich machen, das Ding auch noch mal räuchern könntet. Aber wenn ihr dieses Video seht, werdet ihr das wahrscheinlich nicht machen wollen. Und dann könnt ihr den Rauchgeschmack so ein bisschen imitieren, indem ihr einfach ein Gewürz mit Raucharoma nehmt. Dieses Barbecue-Salz hier von Stay Spiced ist dafür wirklich perfekt und das Raucharoma ist dadurch wirklich gut. Also es ist wirklich einfach ein Raucharoma da, als hätte ich das ganze Ding hier gesmoked. Habe ich aber nicht. Und deswegen werde ich jetzt erstmal ein bisschen was davon verwenden. Und danach nehme ich hier den Mother of All Rub, weil der einfach perfekt dafür sich eignet. Ist vom Geschmack her sehr, sehr ausgewogen, dieser Rub. Vor allem für den Schweinenacken, aber auch für ganz, ganz viele andere Sachen wie Rippchen und so weiter. Wenn unser Schweinenacken jetzt gewürzt ist, kann er direkt in den Dutch Oven wandern. Ihr könnt aber auch das Gewürz natürlich jetzt nochmal einziehen lassen, macht das Ganze 24 Stunden vorher, packt das dann einvakuumiert oder in Frischhaltefolie in den Kühlschrank. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Wird nachher auch gut, weil sobald ihr es pullt, das Ganze mit dem Saft und den Gewürzen wieder ein bisschen vermischt, eure Barbecue-Soße darüber gebt, spielt das alles nachher gar keine Rolle. Den Geschmacksunterschied merkt ihr sehr wahrscheinlich nicht. Ich zumindest nicht. Und dann ist das auch so vollkommen in Ordnung. Wir haben jetzt heute einen relativ kleinen Dutch Oven und einen relativ langen Schweinenacken. Und da wird es jetzt der Fall sein, dass der Schweinenacken hier wahrscheinlich die Ränder und eventuell auch den Deckel des Dutch Oven berührt. Und damit das nachher jetzt nicht passiert, haben wir unsere übrig gelassene Zwiebel. Denn die schneiden wir in Scheiben. Und diese Scheiben, damit legen wir dann quasi den Dutch Oven dort aus, wo der Schweinenacken das Metall berühren würde. Beziehungsweise, wenn er sich gleich im Dutch Oven zusammenzieht, aufgrund des Garprozesses, wird er ein bisschen sich zusammenziehen und nach oben kommen und könnte dann den Deckel berühren. Damit auch das nicht passiert, legen wir auch noch eine Scheibe Zwiebel oben drauf und dann hat dieser Schweinenacken nachher keinen direkten Kontakt zum Metall. Und das gibt uns den Vorteil, dass der nicht die direkte Hitze des Metalls abbekommt. Die Zwiebel wirkt also wie ein Puffer und die Zwiebel wird niemals weit über 100 Grad haben und deswegen wird der Schweinenacken dann perfekt und keine zu dunkle, zu harte Stelle bekommen und nachher dann perfekt aus dem Dutch Oven wieder rauskommen. Selbst wenn der Dutch Oven ein bisschen zu klein war.
selber. Wir nutzen da jetzt heute unseren Gasgrill und den Gasgrill stellen wir so ein, dass wir den Dutch Oven mittig platzieren. Ihr seht jetzt auch links und rechts habe ich gar kein richtiges Rost drin. Das ist aber auch nicht schlimm. Hauptsache der Dutch Oven steht auf dem Rost. Ihr braucht tatsächlich auch die Flammschutzbleche unter den Dutch Oven gar nicht haben. Könnt ihr haben, müsst ihr nicht unbedingt rausnehmen. Bringt euch aber beides keinen Vor- oder Nachteil. Wir benutzen jetzt hier heute am Anfang alle vier Brenner und drehen alle vier Brenner einmal auf. Das bedeutet, die unter dem Dutch Oven, die drehen wir auf niedrige Stufe. Die daneben, die drehen wir auf höchste Stufe. Und im Idealfall messen wir dann jetzt am Anfang einmal schon mit dem Kernthermometer die Garraumtemperatur. Das zeige ich euch jetzt. Was ich euch nur empfehlen kann, ist das Ganze jetzt mit einem Thermometer zu überprüfen. Die Garraumtemperatur überprüft ihr im Idealfall mit einer Sonde und dann einmal nochmal das Fleisch mit einer weiteren Sonde. Durch einen Dutch Oven passt in der Regel aber nur eine Messsonde durch, deswegen müssen wir das nach und nach machen. Wir kontrollieren jetzt am Anfang die Garraumtemperatur, weil das Fleisch wird sowieso in den ersten 1-2 Stunden nicht fertig sein, also brauchen wir das nicht kontrollieren. Kontrollieren dann aber, ob es im Topf zu heiß wird oder erstmal auch heiß genug ist. Denn ein häufiger Fehler ist, dass die Flüssigkeit, die sich jetzt im Dutch Oven befindet, gar nicht so richtig ans Köcheln kommt. Und wenn das der Fall ist, dann ist auch nach 3 Stunden der Braten vielleicht auf seiner Temperatur, aber leider noch nicht so zart und saftig und zerfallig, wie es sein sollte. Und deswegen kontrollieren wir jetzt mit einer Messsonde, die ich so voreingestellt habe, dass sie mir bei über 140 Grad Bescheid gibt, weil über 140 Grad sollten wir nicht erreichen. Es sollten so zwischen 100 und 130 Grad im Dutch Oven sein. Sind es 140, dann läuft irgendwas schief, dann ist nämlich die Flüssigkeit vielleicht sogar schon verdampft und verloren gegangen. Und das merke ich dann eben über die Temperaturanzeige. Und dann habe ich noch mal eine zweite Messsonde, die habe ich so eingestellt, dass sie mir bei 95 Grad Celsius nachher ein Signal gibt. Und die werde ich gleich nutzen, so nach 1,5 bis 2 Stunden und werde die dann einmal in meinen Pulled Pork Braten, also in meinen Nacken reinschieben und kann dann eben bei 95 Grad den Schweinenacken vom Grill holen und habe ein perfektes Ergebnis. Einfacher geht es nicht. Dann schließen wir jetzt den Deckel und lassen das Ganze erstmal in Ruhe. Insgesamt braucht dieses Rezept circa 3 Stunden. Es kann aber sein, dass es eben ein bisschen dauert, bis die Flüssigkeit im Dutch Oven kocht und ab diesem Zeitpunkt dann 3 Stunden dauert, also vielleicht auch 3,5 Stunden. Wir haben deswegen halt auch unsere Brenner so eingestellt. Ihr werdet gleich sehen, dass ich die Brenner nochmal verstellen werde. Sobald eben diese Temperatur im Dutch Oven erreicht ist, reicht es vollkommen aus, die 2 Brenner unter dem Dutch Oven auf niedrigster Stufe laufen zu lassen und die äußeren Brenner auszuschalten. Solltet ihr mit den 2 Brennern unterm Dutch Oven auch auf niedrigster Stufe zu viel Temperatur erreichen, dann dreht ihr die Brenner unterm Dutch Oven aus und sorgt mit indirekter Hitze, indem ihr die äußeren Brenner volle Stufe hochstellt, dafür, dass an der Deckeltemperatur eures Grillthermometers so 150, 180 Grad anliegen. Nicht über 200, das braucht ihr nicht, aber so zwischen 150 und 180 sollten es sein, weil wir wollen ja im Dutch Oven unsere 100 bis 130 Grad haben. Und die haben wir dann auch dadurch, dass wir die ganze Zeit Wasserdampf im Dutch Oven haben. So, fertig ist unser Pulled Pork. 95 Grad Celsius Kerntemperatur. Ich habe ab und an Wasser nachgegossen. Großer Vorteil auch noch für euch, sollte euer Pulled Pork zu früh fertig werden, dann könnt ihr es einfach noch, indem ihr einfach den Grill komplett ausschaltet, einmal den Deckel lupft, den Wasserdampf entweichen lässt, dann wieder schließt, dann könnt ihr es einfach da auch noch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde drin liegen lassen. Und das wird dann nachher nicht trocken sein oder schlecht sein, sondern ihr könnt es dann anschneiden, wenn eure Gäste da sind. Anschneiden ist natürlich der falsche Begriff, weil wir werden es gleich mit unseren Pulled Pork Krallen, werden wir es einmal pullen. Und dafür werde ich es jetzt rausholen. Kleiner Tipp für euch, das mache ich heute nicht, weil ich will euch ja zeigen, wie wirklich gut dieses Stück Fleisch geworden ist. Aber wenn ihr es doch vielleicht ein bisschen zu trocken habt, weil euer Schweinenacken jetzt nicht die perfekte Qualität hatte oder weil ihr es vielleicht doch habt zu heiß werden lassen, dann könnt ihr einfach noch von dem Sud, der unten drin ist, 1-2 Löffel, einmal so 2 Löffel mit dazugeben und das mit diesem Sud zusammenpullen. Und dann ist euer Fleisch plötzlich doch wieder saftig und dann habt ihr das Ganze gerettet. Das so als kleiner Tipp am Rande. Wir machen das heute aber ohne, weil ich will ja heute nicht tricksen, sondern ich will euch zeigen, wie gut diese Methode ist, das Ganze zuzubereiten. Bei mir hat das Ganze übrigens ziemlich exakt 3 Stunden gedauert, genauer gesagt 3 Stunden, 5 Minuten. Aber nach 3 Stunden waren wir schon bei 94 Grad, also auch das ist eine super Kerntemperatur. Wir werden jetzt einmal dieses Stück Fleisch pullen und ihr werdet hören, wie saftig das ist. Ja, ihr werdet es hören, nicht nur sehen. Habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Also zumindest für mich
genial. Perfektes Ergebnis. Es war richtig schmatzig beim Auseinandernehmen. Es ist richtig schön zerfallig, zartes, weiches Fleisch. Und wenn es jetzt noch genauso schmeckt, wie es eben aussah oder jetzt immer noch aussieht, dann haben wir alles richtig gemacht. Auf euch! Genau so muss Pulled Pork sein. Besser geht es letztendlich nicht. Klar, wenn ihr es vorher noch räuchert, ihr habt nochmal einen etwas anderen, intensiveren Rauchgeschmack. Aber wirklich mit diesem Barbecue-Salz, mit dieser Barbecue-Soße, generell, was ihr dafür verwenden wollt, es schmeckt wirklich herrlich. Es ist eine super simple Methode. Ihr könnt innerhalb von 3 Stunden quasi auf den Punkt genau einen Pulled Pork für eure Gäste zubereiten. Und selbst wenn die eine halbe Stunde später kommen, dann könnt ihr damit nichts falsch machen. Euer Ergebnis wird eure Gäste begeistern. Genau so muss ein Grillrezept sein. Ihr findet dieses Rezept in schriftlicher Form und als PDF bei uns auf der Webseite. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Auch alle Soßen, Gewürze und so weiter, die ich hier verwende, in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr auf der Suche nach einem ganz besonderen Stück Schweinenacken, zum Beispiel vom Duroc, seid, dann verlinke ich euch auch mal was in der Videobeschreibung, falls ihr den Metzger eures Vertrauens leider nicht direkt um die Ecke habt. Ansonsten haut ihr den mal an und da werdet ihr schon was Gutes bekommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr wollt, könnt ihr in der Facebook-Gruppe euer Ergebnis posten und dann würde ich mich freuen, das Ganze mal betrachten zu können, wie viele Leute wirklich diese Rezepte hier auch nachmachen, weil das sind eine ganze Menge. Nur leider sehe ich das nie so häufig. Ich lese das nur immer unten in den Kommentaren. Also lasst mir einen netten Kommentar da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.